Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Ich bin todesgespannt auf diesen Track. Wir haben erst einmal das Jizzes-Album. Wir können uns davon auch noch ein, zwei andere Tracks geben, falls sie nicht gesperrt werden. 187 bei mir immer kritisch, wird immer recht schnell gesperrt. Deswegen vergebt mir bitte, wenn ich hier und da ein bisschen öfter auf Pause drücken muss. Es geht vielleicht heute nicht anders. Ja, ich gucke ein gutes Maß zu finden, so, aber leider war mir 187 immer schwierig. Aber wir haben Jizzes, Raf Camora und Luciano mit Alles Black. Einfach ganz kurz, gerade so drei aus den Top 5 der gerade gehyptesten Deutschrapper wahrscheinlich irgendwie, bam, auf einem Track zusammen. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich habe mir noch nichts anderes zum Album gegeben, bis auf das, was halt schon released worden ist als Singles. Deswegen schreibt mir gerne mal Tracks rein, den Track, den ihr am meisten gefeiert habt. Sehr smart jetzt noch Alles Black mit dem Star-Aufgebot hier zu releasen als Single. Ey, ich will gar nicht so lange quatschen, ich bin gespannt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, supportet den Channel enorm und auch einen Kommentar, egal was, supportet mehr als ihr denkt, deswegen Kuss wirklich an jeden, der sich die 3 Sekunden rausnimmt, Daumen nach oben, selbst wenn ihr nur ein Emoji kommentiert oder whatever, supportet sehr und ehrlich, ich nehme es mir sehr, ich weiß es sehr zu schätzen, so, ich weiß es sehr zu schätzen, wenn sich jemand diese paar Sekunden Zeit nimmt für den Support, wenn nicht, alles cool, ich weiß, fuckt mich auch immer ab, wenn Leute das in Videos sagen. Aber ey, supportet einfach am meisten. Deswegen danke an jeden, der sich die Zeit nimmt. Und dann hören wir rein jetzt bei Alles Black. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, Mann. Holy shit. Ey, das kann jetzt entweder richtig gut werden oder was ich gar nicht so fühlen werde. Bei dem Beat und dann Luciano Jizzes drauf. Aber ich glaube eher, es wird Abriss. Ich krieg direkt so ein bisschen dieses Feeling, man ist in der Spielo und nimmt so ein richtig räudiges, billiges Spiel, was so mit Planeten und so zu tun hat. Oder so Weltraumspiel, wo du so eben mit Weltraumshooter noch was schießen musst. Sowas kriege ich eben gerade. Oh, ey, Raff jetzt schon zu hören? Okay. Napolitaner, die Mama, nimm alles, was man sich so nehmen kann. Wow. Kenne die Strada und jeden Versager, der meinte, wir reden war. Ey, sowas habe ich mir auf Zukunft gewünscht ein bisschen. Das hat mir da so, dieser Vibe, den ich jetzt in den ersten Sekunden hatte, hat mir da ein bisschen gefehlt. Boah, direkt Gänsehaut am ganzen Körper, Flashbacks direkt. Holy shit. Boah. Kenne die Strada und jeden Versager, der meinte, wir reden war. Boah. Fick alles schon ein Leben lang. Diese tiefe Stimme. Old Black über Meringdorf. Boah. Mehr das Q8 oder Lambo. Ein Pfiffi, ein Maser, mehr Ob. Oh mein Gott, also ehrlich von der Stimmlage her, von der tiefen Stimme von Raff und jetzt wie er in den schnelleren Flow changed, einfach, das ist für mich so das, was ich liebe an ihm, ja, das ist das, was ich liebe und was mir sofort auch so ein bisschen Kontrollieren-Vibes gegeben hat gerade so, auch mit den Neonlichtern hier. Holy shit, okay, bis jetzt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Das Q8 oder Lambo. Ja. Ein Pfiffi, ein Maser, mehr Autos, weiß nicht, welches ich noch erwähnen kann. Blonde Elvira, ein Schwarz wie Bagira, läuft neben mir elegant. Galapagos-Konto auf dem Display, wir kommen schwarz. Oh, auch diese Beatpause, das ist wirklich so, das ist Raff, wie er float, wie ich ihm am liebsten liebe. Am meisten mag, am liebsten liebe. Das, was ihr sagen wollt. Vira in Schwarz wie Bagira läuft neben mir elegant. Der Beachside konnte auf dem Display. Wir kommen schwarz, Mars, Gitterin, der tief schläft. Mach ihn mein Bies, aber bin die Skript. Kauf keine Streams, weiß nicht, wie es geht. Alle. Kauf keine Streams, weiß nicht, wie es geht, aber Real Talk. Das wäre auch einfach Geldverschwendung so bei ihm. Ist Black, AP, Fifi, alles Black. Linia Rossa, alles Black. Oh, geil. Schwarze Glocker. Alles Black, AP, Fifi, alles Black. Linia Rossa, alles Black. Schwarze Glocker. Ey, okay, das ist sehr gut. Das ist bis jetzt sehr, sehr gut. Ich sehe es auch direkt, wie das im Club läuft. Rauf und runter, wie so ein Fahrstuhl wird's laufen. Alles Black, Linia Rossa, alles Black, schwarze Glocke. Jetzt kommt Gaso, glaube ich. All Black, everything so wie Venom. Keine Glocke, aber komme mit der Cannon. Schieße los und ich sehe oh. Okay, okay, bei Gaso hatte ich ein bisschen Angst, weil manchmal mag ich es gar nicht, wie er dann float auf so eine Art von Beat, da bin ich dann eher so, oh, hört sich slightly manchmal, hört sich Offbeat an, ist es null, aber in meinem Kopf triggert das irgendwas, wo ich denke, oh, das hört sich nicht passend an, aber Bro, allein von der Stimmlage her wieder, oh, ich habe gehofft, dass es so wird. Black, Linia Rossa, alles Black, schwarze Glocke. Black everything so wie Venom. Keine Glocke, aber komme mit der Cannon. Schieße los und ich sehe sie noch rennen. Hase, Lemon und ich lass es brennen. Vom Dorf. Lass es brennen.
Es ist ein simpler Flow, aber es passt. Es ist so einfach, es ist einfach geil, ihn so zu hören hier drauf. Ey, auch gerne mal Jizzes Nase einen Kuss geben. Das ist meine Dings. Das ist auf meiner Bucketlist, auf meiner Eimerliste. Jizzes Nase einen Kuss geben. Ich war einmal kurz davor. Jizzes ist des Öfteren hier in der Nähe, wo ich wohne. In so einem kleinen Club mal unterwegs oder allgemein in Hedge Dudesburg oder Quickbomb mal unterwegs so mäßig. Digga. Einfach, wenn Jizzes da das nächste Mal ist, einfach mal einen Kuss auf die Nase geben. Das würde ich gerne machen. Lass es brennen, vom Downbeat bin ich platt. Codeine in mein Cup. Ich zieh 2CP von ihrem Arsch und dann guck, wie lieb sie mich hat. Oh, der Beat macht auch alles aus gerade. Der Beat gibt so dieses Feeling von damals einfach. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch einfach, weil man mit bestimmten Tracks wie eben Kontrollieren oder so Erinnerungen verknüpft hat. Aber das ist gerade so schön, ihn und Raffi drauf zu hören. Und jetzt stellt euch vor, gleich kommt noch Luciano einfach da drauf. Holy. Ja, Digga, Digga. Ey, auch gute Adlibs. Ja, Digga, Digga. Schwarze Seele, total vernebelt. Alle Medien wollen mich fallen sehen. Doch ich lass sie reden beim Party zählen. Mit der abgesägten und am Laden fräsen. Ey, ich liebe diese Adlibs, Mann. Holy shit, das sind vom Gefühl her mehr als sonst bei Gazo, was ich sehr gut finde. Das erinnert mich auch ein bisschen an, das sind so diese Knöcheltief-Adlibs. Die Adlibs von Knöcheltief gerade, so dieses Feeling auch. Boah. Gegen bleibt mein Garten eben, ja. Die Straßenbande immer da gewesen. Meine Kontozahlen sind schwarz. Don't believe me, just watch. Ey, oh, ey, wie cool. Wie cool. Stimmt, die Melodie, war das davon? Don't believe me, just watch. Ist von Bruno Mars. Geil. Ich fand die Anfangszeile auch All Black so wie Venom. Das hat er so geil geflowt. All Black so wie Venom. Boah, ich bin einfach zufrieden gerade, Mann. Ich bin einfach zufrieden. Jetzt bitte Luciano noch abliefern. So wie der DPD-Bote gestern bei mir. Habe ich unterschrieben. Zack. Der hat einen schönen Tag dann noch. Genauso abliefern jetzt bitte. Genauso. Believe me, just watch. Alles black, Ape, Fifi, alles black, Linia Rossa, alles black, schwarze Glocker. Boah, auch diese Schusswaffengeräusche darin sehr gut geplaced. Mua. Alles black, Ape, Fifi, alles black, Linia Rossa, alles black, schwarze Glocker. Alles black, Kupit soll mit Amex black, Vineta, Leder, alles black. Der Beat wird sich auch changed. Oh. Okay, also wie sich der Beat gechanged hat, fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und auch die Stimmlage von Luciano sehr gut. Ich hatte am Anfang auch bei dem 10 von, sieht aus wie ein 10 von 10, oder? Ja, 10 von 10 so rum. Bei dem 10 von 10 Remix hatte ich am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Part von Luciano. Da fand ich seine Stimme nicht so nice. Mittlerweile fühle ich das da auch. Aber hier gar keine Berührungsprobleme. Würde ich direkt in die Arme nehmen und knuddeln eine Runde. Leder, alles black. Komm in einem SUV, Ben Tiger Black. Nimm mich mit Loco, ich flex auf Finesse. Brauch keine Promo, rasiere schon selbst. Brauch keine Promo, rasiere schon selbst. Das war irgendwie eine Baba-Zeile. Nimm mich mit Loco, ich flex auf Finesse. Brauch keine Promo, rasiere schon selbst. Nimm Mansuri Urus in Los Angeles. Black on black, meine Lady im Dream. Immer schwarzen Wagen, vor Hotel verfahren. Wir leben heute, was du träumst. Okay, das gefällt mir sehr. Genau in dem Moment, als er bei dem 10 von 10 Remix angefangen hat, so musikalisch zu singen irgendwie, da war ich raus am Anfang, dachte ich so, es hört sich gar nicht gut an. Aber hier direkt, wow, geil. Geiler Flow. Ich habe immer noch diesen Spielothek-Sound im Hintergrund übrigens. Alles black, ja, Mann. Fifi, alles black. Also der Change von Luciano zu Raff, Gänsehaut. Linia Rossa, geil. Alles black, schwarze Glocker. Alles black, Ape, Fifi, alles black. Linia Rossa, alles black, schwarze Glocker. Geil. Ey, anders gut geworden. Wirklich, wirklich anders gut geworden. Ich sag's wie es ist. Das ist schon fast Thomas anders gut geworden. Ey, es tut mir ehrlich leid für die ganz miesen Jokes heute übrigens. Ey, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Rest vom Album. Wie gesagt, schreibt gerne noch ein paar Highlight-Tracks raus. Da können wir uns gerne welche von geben, wenn die nicht gesperrt werden. Aber das könnte der Release der Woche sein. Ich habe nichts, was mir hier dran nicht gefällt. Ich überlege gerade nochmal, aber ich wüsste nichts. Nichts. Ich bin einfach fucking zufrieden. Diese Kombination, geiler Part von Raff, geile Hook von Raff, geile Stimmlage, Einstieg von Gazo, eine 10 von 10. Die Adlibs am Ende haben mir sehr gefallen. Stimmlage auch da top. Gut geflowt auf dem Beat. Luciano hat sehr gut draufgepasst.
Digga, lasst mir eure Meinung da. Und ich hoffe, es gibt niemanden. Ich glaube, es gibt niemanden, der damit nicht zufrieden ist. Aber wenn doch, erklärt mir gerne, warum. Ich bin gespannt. Habt ansonsten einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.